Ich möchte euch zeigen, wie man mit einem Trekkingstock ein Tarp-Tipi aufbaut. Das ist eine weitere Shelter-Aufbauvariante. Als ersten Schritt schmeißt man den Tarp auf den Boden. Das ist ein 3x3 Meter Tarp. Als zweiten Schritt breitet man den Tarp aus. Jetzt nimmt man diesen Trekkingstock und fährt den komplett aus, bis gar nichts mehr geht. Jawohl, so ist perfekt. Jetzt nimmt man diese mittlere Abspannschlaufe und spannt den dann direkt hier drauf. Auf den, auf den Trekkingstock, genau. Also mit Hering und Paracord macht man das, genau. Der Hering wird auf den Boden gescheppert. Jawohl, ich hab's da so richtig reingedrückt. Jetzt nimmt man einen Hering und spannt das hier auseinander. Und das machen wir mit der anderen Seite auch. Der Hering ist mir irgendwie schon wieder rausgeflutscht. Aber ich habe es erfolgreich repariert. So, jetzt nimmt man diese Hälfte und packt dieses andere hier drunter. Weil das hier, das soll der Boden sein, diese andere Hälfte. Also diese Hälfte, genau. Und den hier, den spannt man dann hier drauf. Genau, und das machen wir mit der anderen Ecke auch. Mir ist schon wieder der Hering abgegangen, das muss repariert werden. Und jetzt noch von hinten diese Mitte hier noch abspannen. Und dann ist man fertig fast. Jetzt noch ein bisschen im Boden machen. Fertig ist die Tab-Aufbauvariante. Die ist voll cool. Das ist eine voll coole Aufbauvariante, sogar mit Boden und Aussicht zum Wald. Und hier ist noch genug Platz, um seinen Rucksack zu verstecken. Ich hatte schon mal eine andere Tipi-Aufbauvariante gemacht, aber das war komplett geschlossen und ohne Boden. Da finde ich diese Aufbauvariante schöner, weil man direkt einen Ausblick in den Wald hat. So sieht die Tarp-Aufbauvariante aus. Jawohl. Diese Shelter-Aufbauvariante ist zu empfehlen. Falls ihr noch weitere Tarp-Aufbauvarianten kennt, die ich noch nicht drangenommen habe, dann schreibt es mir unten in die Kommentare rein, weil ich bin ein richtiger Spatzenhirn. In diesem Video zeige ich euch eine andere Tipi-Aufbauvariante. Diese Variante ist größer, komplett geschlossen und perfekt für Regen und Sturm. Deswegen guckt euch dieses Video auch an.